Moin aus Bömmler, Leute, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Ich habe jetzt einen Support-to-Creator-Code. Ihr könnt mich also kostenfrei unterstützen im Item-Shop bei Fortnite. Hier oben seht ihr den Code PIDU. Also einfach unterstütze einen Creator und dann PIDU eingeben. Man kann es auch klein eingeben, also alles klein, aber besser wäre es eigentlich, wenn man alles groß eingibt, weil so ist der offizielle Code. Aber ich meine, Groß- und Kleinschreibung macht da keinen Unterschied. Also pro ausgegebene 100 Euro von euch kriege ich 5 Euro zurück. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mich da ein paar unterstützen würden. Aber da kommt noch eine Sache hinzu. Ich habe nämlich ein PvP-Code, also einen Code für die PvP-Map. Den blende ich jetzt mal hier ein. Also einfach, diesen Code eingeben. Ich kann euch das jetzt gleich auch mal zeigen. Auf jeden Fall ist es die PvP-Map von mir und einem Freund, also Leon. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mal spielen würdet. Ist eine sehr, sehr große PvP-Map. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie man das da einträgt. Also die Map ist sehr, sehr groß, im Gegensatz zu anderen PvP-Maps. Falls ihr irgendeine geile PvP-Map habt, oder ist egal was für eine Map, schreibt mich einfach gerne mal an. Und falls ihr mich als Creator unterstützt, schickt mir doch mal ein Bild über Instagram. Auf Instagram heiße ich Pido Official. Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach mal ein Bild schicken, wie ihr mich als Creator da drin hat. Und ja, also ihr könnt hier einfach zu irgendeinem Riss gehen, ist egal zu welchem. Ich nehme es bei denen, dann Inselcode festlegen und dann gebt ihr hier oben, wartet. Genau, das hier ist der Code, also einfach diesen Code hier in der Mitte ein, also da Inselcode, den könnt ihr auch gerne kopieren, indem ihr einfach auf die Webseite geht, die ich euch unten verlinkt habe. Und ja, das könnt ihr ganz einfach so machen. Müsst ihr dann einfach nur eingeben in den Riss. Und wartet. Einfach dann hier Inselcode festlegen. Dann hier eingeben den Code. Und dann erscheint das hier, PvP-Map von Pido und Leon. Insel Elen. Ich mach mal kurz wieder Vollbild. Habt ihr wieder Schnee? So. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Ich gehe jetzt einfach mal kurz auf die originale Insel. Also das ist im Prinzip die originale Insel. Einfach mal ein bisschen rumfliegen, damit alles lädt. So, das ist die komplette Map, wenn das da hinten auch noch alles zugeht. Genau, das ist die komplette PvP-Map, die ist sehr, sehr groß, wenn man das Spiel startet. Startet man entweder hier an diesen Säulen, also an diesen Towers oder da oben. Da gibt es auch ein paar Easter Eggs, will ich euch aber jetzt nicht zeigen, wo man auch einen geilen Sniper-Punkt hat, der ist nämlich da oben.
Und da kommt man mit zwei Wegen hin, müsst ihr da mal ein bisschen ausprobieren. Und das ist halt, wie gesagt, das Equipment. Also man bekommt einen Grappler und einen Slurp oder das Anfangsequip. Was man bekommt, ist eine graue Shotgun, eine graue AR und eine Halbautosniper und eine MP. Und dann, wenn ihr die Sachen habt, könnt ihr euch das dann gegen bessere Sachen hier austauschen. Ja, das war's auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal eine kleine Bewertung da lassen. Schaut auf jeden Fall noch meine zwei Videos von gestern an. Und wie gesagt, tragt einfach den Creator-Code ein. Support ist kein Mord. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.